Ich zeige dir heute 7 Gegenstände im Survival Kit, die etwas außergewöhnlich sind und an die man vielleicht nicht gleich denkt. Es geht von Plastiktüte über... bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wozu braucht man einen Plastiklöffel, einen Tampon, eine Kerze, einen Suppenwürfel bzw. Gummibären? Ja, ein komprimiertes Handtuch, ein Plastiksackerl und Trockenbrennstoff in einem Überlebenskit ist doch sinnlos, oder? Aber ich zeige dir jetzt die Multifunktionalität von den Teilen und ja, legen wir los. Beim Survival geht es immer um das, was mich zuerst umbringt, braucht auch zuerst eine Lösung. Und in unseren Breiten ist es meistens die Kälte. Das bedeutet, ich brauche etwas gegen Kälte, damit ich warm bleibe. Ich brauche sicheres Wasser. Und Nahrung, das sind sozusagen die Komponenten, die man in den Griff kriegen muss. Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass eine Rettungsdecke sowieso zum Standardrepertoire gehören muss. Das habe ich schon 100-mal gesagt und ich sage es ein 101. Mal. Rettungsdecke gehört immer mit dazu. Und das in Kombination mit einer Kerze. Egal welche Kerze du jetzt benutzt, ein Teelicht oder so eine Geburtstagskerze, in Kombination mit der Rettungsdecke baust du dir deinen eigenen beheizten Shelter, deine Unterkunft. Warum? Du wickelst die Rettungsdecke um dich und stellst die Kerze vor dich hin. Wenn du eine Geburtstagskerze nimmst, hinten anbrennen, etwas anschmelzen und auf einen Stein zum Beispiel. Dann wickelst du dich ein und die Wärme kann durch diese Rettungsdecke nicht entweichen. Du bildest dir damit deine eigene kleine Wärmehöhle und kannst damit deine Überlebenszeit erhöhen. Deswegen, Kerze gehört in ein Survival Kit. Bleiben wir gleich beim Wärmeerhalt und beim Thema Feuer. Trockenbrennstoff. Das sind Trockenbrennstofftabletten von Esbit. Kannst entweder in Kombination mit dem Kocher benutzen oder nur die Würfel mit ins Survival Kit nehmen. In Kombination mit der Rettungsdecke kannst du genau dasselbe tun wie bei der Kerze. Und der große Vorteil ist, du kannst dir auch ein gutes Feuer entzünden. Nämlich dann, wenn du nur feuchtes Holz zur Verfügung hast, ist das ein wunderbarer Feuerstarter. Das brennt 15 Minuten bei Wind, Wetter, Nässe. Trockenbrennstoff gehört daher in jedes Überlebenskit. Du fragst dich sicher, wozu eine Plastiktüte? Besonders in Kombination mit dem Löffel. Irgendwie eigenartig. Aber beginnen wir bei der Tüte. Die ist auch multifunktional. Einerseits kannst du damit Wasser fassen, du kannst damit Wasser transportieren. Wenn du dir auch noch Wasseraufbereitungstabletten mitnimmst, wirfst du die rein und kannst nach einer halben Stunde das Wasser aufbereitet trinken und hast somit sicheres Trinkwasser zur Verfügung. Multifunktional ist es, weil du kannst damit auch Wasser gewinnen, indem du es zum Beispiel über die Blätter von einem Baum hängst. Aufpassen, dieser Baum darf kein giftiger Baum sein, das wäre unangenehm. Wenn man irgendetwas anfassen muss, das extrem grausig ist, ist es auch ein Nothandschuh. Und natürlich ein wunderbares Teil, um Dinge zu transportieren. Also wiegt nichts, kostet fast nichts, kann man immer mit dabei haben. Und du kannst damit auch deine Suppe löffeln. Was? Über Nahrung haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Meiner Meinung nach gehören Gummibären und oder ein Suppenwürfel mit dazu ins Kit. Beim Gummibär ist klar, aufreißen, aufmachen, essen und du hast sofort den Zuckerschock. Es geht sofort in den Blutkreislauf und du hast wieder Energie. Ich weiß, das hält nicht so lange an wie Nüsse, aber dafür hält das Ding ewig. Das gehört einfach mit dazu. Aber in Kombination gehört auch ein Suppenwürfel. Wenn du dich sehr angestrengt hast, geschwitzt hast, dann ist auch das ganze Salz, die Elektrolyte, dein Elektrolythaushalt ist durcheinander. Und so eine Suppe, ja, holt dir den Elektrolythaushalt wieder nach oben. Das ist eine großartige Sache. Und das kannst du natürlich auch in diesen Plastiksack hier verkochen. Ist nicht wie im Haubenlokal, aber besser als nichts. Und hier kommt natürlich der Löffel ins Spiel. Aber der Löffel kann natürlich mehr. Das ist nicht nur zum Superlöffeln, sondern du kannst damit feine Späne runterarbeiten und dann Feuer entzünden. Aufpassen, das stinkt grauslich und ist, glaube ich, nicht gut für die Gesundheit. Das ist jetzt mehr eine Spielerei, aber trotz alledem als Schutzbrille vielleicht auch eine Überlegung wert. Ja, Spielerei, aber es geht. Kommen wir zu den zwei letzten Dingen, und zwar den Tampon und dieses nette Ding hier. Tampon zuerst, du weißt es. Feuer machen, du kannst damit wunderbar Wasser filtern. Und es ist auch als Wundauflage für einen Druckverband machbar. Ja, wenn du unbedingt willst, aufpassen, das kann mit der Wunde verkleben, aber zur Not, zur Not. Aber Feuer machen ist großartig damit und das ist im Endeffekt das Mittel der Wahl, wasserdicht verpackt. Daher sage ich ja, komprimierter Survival-Zunder in wasserdichter Polymerverpackung. Da kannst du gleich 3, 4, 5 in dein Überlebenskit und deinen Rucksack reinwerfen. Schadet nicht. Aber das hier, was ist das? Auch das ist komprimiert und zwar, das ist ein Textiltuch. Etwas Wasser draufgeben und dann dekomprimiert sich das Ganze und das ist entweder als, ja, ich sag jetzt mal, Hotspot reinigen. Auch hier kannst du Wasser vorfiltern. Du kannst es nicht sicher machen, aber du kannst dreckiges Wasser sauber machen. Ist für alle Methoden machbar, egal ob du jetzt das Wasser von oben nach unten über die Saug
Leistung, ob du die Saugwirkung filtern willst oder einfach ganz normal wie Berg Wills mit der Socke filtert, alles ist möglich. Und ja, ist klein, kompakt, multifunktional und brennt auch, soll heißen, ist im trockenen Zustand auch etwas Zunder in Kombination mit ein bisschen einem Harz und du bist mit dabei. Eine Frage, was hast du als außergewöhnlichen Gegenstand in deinem Survival-Kit? Schreib mal gerne einen Kommentar und teil das. Und ich sag nur eins. Besser haben als brauchen.